Sehr geehrte Besucher der Frankfurter Buchmesse, es ist uns ein Vergnügen, eine junge und perspektive Schriftstellerin, Sofia Živković, Ihnen vorzustellen. Sofia Živković hat auch starke Beziehungen mit der deutschsprachigen Literatur und dem deutschsprachigen Raum. Sie ist auch Verlagerin vom Verlagshaus No Rose und auch die Gründerin dieses Hauses. Sie wird sich auch bei der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr auch als Verlagerin vorstellen. Ich bin Philologin, ich lebe in Belgrad. Ich habe 3 AFDK-Stipendien bekommen in Österreich. Ich habe 2 Monate in Graz verbracht und auch zwei Monate in Krems verbracht. Ich habe 4 Bücher publiziert. Der Titel meines letzten Buches ist Uri Lesser hat gewartet. Lesser Uri war ein Maler aus Berlin und er hat mich viel inspiriert. Ich habe gegründet ein Writer Residence Program in Serbien. Es ist ein Austausch zwischen Österreich und Serbien. Könntest du uns ein paar von deinen Geschichten vorlesen? Ja, sicher. In Serbsko. Poslastičena si vola. Ulica je bila beskrajna, ljudi su nas netrmice gledali, zatočeni na železničkim stanicama, čekajući voz koji će ih odvesti u predeo lepši nego njihov unutrašnji zid. Presaca Dunom panoniju mezi u nože, seče njih u svet na raspačene trgove, na prazne pijace. Potreban je bio megafon. Napučeni sudbine, u onom neprimetnom atomu njenog zaliva, dogodila se jedna noć i promenila sve zore koje su došle posle. Prstalo je malo zelene boje sa neba, granica je odjednom bila jako daleko, a horizont je okrvavio moje čelo. Želi su da se oteraju zauvek iz grada u kome se ništa novo ne smije izmisliti. Dunav nas štiti svojom davljeničkom istorijom, šalje virove i kužne košave. Ali to nije bio taj isti grad koji smo mi videli. Boza je bila prokisala kao kišnica, a stari poslastičar nas je volao. Es gibt nicht viele Arten, den Altweiberer Herbst zu wiederholen, außer wieder bis zu jener Auslage zu marschieren, wo ich hingehen eine säuerliche Bosa auf Ex trinken musste. Die Straße war endlos. Die Leute sahen uns unverwandt an, verbannt auf Bahnhöfe. In Erwartung eines Zuges, der sie in eine Gegend bringen würde, die schöner ist als ihre innere Mauer, die Donau durchschneidet, Pannonien und Moesien. Mit einem Messer, sie schneidet ihre Welt in zerstückelte Plätze, in leere Marktplätze, Arm in Arm, ein mögliches Wesen mit einem unwirklichen Schatten des Möglichen. Wir brauchten ein Megafon. Auf der hohen See des Schicksals, in diesem unscheinbaren Atom seiner Bucht, im toten Winkel der Fügung, ereignete sich eine Nacht und veränderte alle Morgen, die ihr später folgten. Ein wenig grüne Farbe spritzte vom Himmel herunter, in die Gläser mit säuerlicher Bosa. Sie erfrischte den Geschmack der Angst. Sie gab Gift hinein, von dem man länger lebt. Die Grenze war auf einmal sehr weit weg und der Horizont färbte meine Stirn mit Blut. Man wollte uns für immer aus der Stadt vertreiben, in der man nichts erfinden darf. Die Donau beschützt uns durch ihre Geschichte von Ertrunken. Sie schickt Wirbel und verseuchte Ostwinde. Aber das war nicht dieselbe Stadt, die wir gesehen haben, die Balkanske Straße hinauf. Arrhythmien erschafften immer eine Fata Morgana des Gartens. Die Bosa war sauer wie Regenwasser, aber der alte Konditor mochte uns gern. Kiša koju ne možeš izbeći. Mogu samo da ode, možda u neki mali pogranični grad na ušću koje se nije desilo. Mogu samo da napišem sve svoje dolaske u obliku mrlja. A ne mogu da napišem nijedno pismo u kome ću izostaviti redove o nemečnoj koži.
Pokazivanje ličnih isprava pred ulazak za jednu sobu. Nema pečatiranja. Potpis službenika nevešto izveden bez ruku. Imate li nešto da prijavite? Imamo. Oluju, poeziju, neplanirani život, uskomešanu šumu nepoznatog imena. Idealis leže u ramenima carinici. Ne može unutra. Koliko dozvola treba za ovaj misir? Pitam ja. Samo jedno. Ono koje je napravljeno od peska i vode. Samo jedno. A vi baš to nemate. Sedim i mislim o tome kako u ovom trenutku mogu da plaćam jedino u strugarskim krunama. Šampanjac puca u mojim slepočnicama. Ovo mesto ne mogu da ostavim, a da ne spalim svu zemlju. Tu gde si ti kiše nema i zato ni ja ne mogu biti tamo. A ovde gde sam ja, ulice su neprestano mokre i blješte, kao anemična koža. Ich kann nur weggehen, wohin auch immer. Vielleicht in eine kleine Grenzstadt an der Flussmündung, die nicht stattgefunden hat. Ich kann nur alle meine Ankünfte in Form von Flecken aufschreiben. Ich kann aber keinen Brief schreiben, in dem ich Zeilen über anämische Haut anlassen werde. Der trippelnde Gang von einem Flussufer zum anderen. Das Einatmen von Wind. Die Geschwindigkeit, mit der er bläst, steigert unsere Lungenfunktion. Das Zeigen der Personaldokumente vor dem Betreten eines Zimmers. Es gibt kein Abstempeln, die Unterschrift des Beamten. Ist ungeschickt aufgeführt, nur mit einer Hand. Haben Sie etwas anzumelden? Ja, haben wir. Das Gewitter, die Poesie, das ungeplante Leben, den sturmbewegten Wald mit einem unbekannten Namen. All das melden wir an und sie zucken weiterhin mit den Schultern. Man kann nicht hinein. Wie viele Bewilligungen braucht man bis nach Monsieur, frage ich. Nur eine, jene aus Sand und Wasser. Nur eine und sie haben gerade diese nicht. Anstatt von Monsieur läufst du um den Mond über dem Kai einzufangen. Ein Scheckchen mit Lavendelblüten ist über dem Stadtplan verstreut. Ich sitze da und denke, dass ich in diesem Moment nur mit österreich-ungarischen Kronen zahlen kann, deren Ablaufdatum verstrichen ist. Und dass ich, wenn ich es ist in Ordnung sage, danke für die Wunden meine. Der Champagner platzt in meinen Schläfen. Diesen Ort kann ich nicht verlassen, ohne mir Haut und Erde zu verbrennen. Und die Regenfälle, was machen wir mit dem Regen? Da, wo du bist, gibt es keinen Regen und deshalb kann auch ich nicht dort sein. Und hier, wo ich bin, sind die Straßen unaufhörlich nass und glänzen wie anämische Haut.